So. Und wir gucken einfach, wie weit wir kommen, ne? Also wenn wir sehen, die Spitzhacke ist dann aufgebraucht, dann machen wir halt dann mal was anderes. Oder wenn wir sehen, es ist plötzlich Nacht, ne? Das kann natürlich auch mal passieren. Dann machen wir halt auch was anderes. Ist ja nicht schlimm, es wird nämlich schon dunkel. Das ist ja unglaublich hier. Eigentlich wäre es viel schlauer, wenn wir Steinspitzhacken nehmen, weil von denen können wir quasi unendlich herstellen. Die Betonung liegt auf quasi. Quasi-Modo. So, übrigens ein Film, den ich noch nie gemocht habe. Ah, es wird echt dunkel. Oh je, oh je. Oh, das auch noch. Also nicht, dass Zombies kommen, aber im Dunkeln arbeiten ist jetzt auch ein bisschen ungeil, ne? Vor allen Dingen wird es für euch richtig ungeil, ist doch logisch. Andererseits machen wir das hier schnell. Zieh mal durch, komm! Ah. Das auch noch. Das war dumm. Zeron, du bist voll dumm. Ja, ich weiß. Ah, ich glaube, es wird zu dunkel für euch, oder? Ich glaube, das wird zu dunkel für euch. Wir sollten. Noch so ein Chicken hier. Was soll denn das? Geh. Können wir nicht verlieren. Ja, es ist auf jeden Fall, es sieht irgendwie cool aus mit diesen Spawner unten und ich bin mir sicher, die würden jetzt hier alle am liebsten spawnen. Ja, die Abmessungen sind noch nicht so ganz raus. Müssen wir mal gucken. Da könnten wir auch mit Wasserzuläufen oder dergleichen arbeiten. Da gibt es ja Möglichkeiten wie Sand am Meer. Können auch einfach hoffen, dass sich jemand verirrt. Natürlich möglich. Ich mache einfach mal kackfrech weiter, ne? Ihr müsst Vollbild machen, Leute. Vollbild! Und wenn du nichts siehst, ganz ehrlich, dann mach ein Hörspiel draus. Dann geh einfach mal auf zellron.de und schau dich da ein bisschen um. Die Seite ist noch nicht so ganz fertig, aber hey, was soll's? Spaß kostet, weißt du doch. Ach, dass jetzt diese Popelerde drin ist, finde ich ein bisschen nervig. Obwohl wir natürlich auch Erde brauchen. Ja, das ist ja, die können wir sehr gut sogar gebrauchen. Weil ich habe keinen Bock, die so abzubauen. Das ist das Problem. Ja, das ist es. Was ist denn das da? Also wenn das ein Tunnel ist, ne, dann gehe ich da jetzt nicht rein. Also das wäre ein bisschen geschummelt ohne Zombies. Also ich hole mir kurz die Erde. Ja, okay, insofern gehe ich schon rein. Kommen wir hier irgendwo... Oh Gott. Ich sollte aufpassen. Ich finde hier nie wieder her. Wir sind für immer verloren. Ich grabe nichts ab. Wir machen nur hier. Ah, hier geht's auch schon nicht mehr weiter. Okay. Was mache ich denn da? Mensch. Sehr schön. Ihr seht hier jetzt gar nichts mehr wahrscheinlich. Ich mache nur die Spitzhacke noch. Die will ich noch aufbrauchen. Ups. Wir haben sogar fast geschafft. Sehr schön. Gut, das war die Spitzhacke. Wir wollten sie nur aufbrauchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Ich glaube, wir haben auch keine mehr. Nö, haben wir auch nicht. Und das ist ziemlich dämlich, denn hier kommen wir ja auch nicht weiter. Ich muss hier irgendwie hoch.
Oder ich mache das mit Sand. Ich glaube, Sand ist ganz gut. Sand können wir gut abbauen. Hä? So, dann wissen wir, hier müssen wir hin. Ne? Das ist klar. Da sollten wir möglichst hier nicht reinfallen. Aber hier, das können wir dann abbauen. Das ist doch perfekt. Ja, und jetzt habe ich hier so viel gebaut und bin mir gar nicht so sicher, ob die Maße so bleiben. Eigentlich müsste ich das mal... Wir machen das mal zu. Wir bauen hier also weiter. Und ich würde dann mal mit den Zombies versuchen, ob das System klappt, verstehst du? Alter, es wird richtig windig. Das ist gut. Das ist ein angenehmer Wind. Ja, also nicht, dass ich mich hier beschwer. Mich würde mal interessieren... So, und ich würde mal sagen, ich gehe in die Hütte, feige wie ich bin, und mich würde nur mal interessieren, hier machen wir zu, Option, easy. Eigentlich müssten die ja spawnen, ne? Ah, es ist zu hell hier wahrscheinlich. Ich mache nochmal kurz aus. Das ist natürlich ein bisschen dumm mit den Fackeln. Zu viel Licht hier, zu viel Licht. Das sieht doch gut aus. So, und dann machen wir wieder an. Und theoretisch gesehen sollten die hier alle kommen. Du hast ein Ei verloren. Guck mal, da oben ist ein Hühnchen. Wie cool ist das denn bitte? Finde ich cool mit dir hier, ne, Kollege, da, ja. Passieren tut gar nichts. Ah, vielleicht ist das Konzept doch nicht so gut. Ich habe es nicht getestet vorher.